Immer hier lang. Ich glaube, den großen Ding. Ja. Ich glaube, lasse ich jetzt mal stecken. So, okay, dann Fahrfalk ist da. Nice, wir haben ihn. Nice. Hi. Deine Willen. Hi. Jax, du hast mich gefunden. Ah, ich verstehe. Deine Drohne. Bist du verrückt? Was machst du denn hier? Du wolltest einen Beweis meiner Loyalität und dass man sich auf mich verlassen kann. Wie könnte ich das besser, als mich selbst dem Kampf gegen die fremden Eindringlinge zu stellen? Hör auf mit dem Mist. Du nutzt mir nichts, wenn du dich in unsinnigen Scharmützeln aufreibst und dich dabei selbst vernichtest. Aber du sagtest doch... Ich will dich ja wirklich nicht in deiner Freiheit beschneiden, aber... Ich habe noch eine Menge zu erledigen und ich brauche dabei deine Hilfe. Aber ich habe versagt. Ich habe dich verärgert und dir in letzter Zeit eigentlich nur Ärger gemacht. Das ist doch Unsinn, Falk. Und ich sage dir auch warum. Egal, was du getan hast, wir werden das schon wieder gerade biegen. Was könnte eine Maschine mehr erreichen, als dass ein Mensch sie als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft ansieht? Und für mich bist du so etwas wie ein Freund geworden über die lange Zeit, die wir uns kennen. Also vergessen wir doch einfach das Ganze und verschwinden von hier. Ist das wahr? Nun dann, in Ordnung. Aber nur unter einer Bedingung. Welche Bedingung? Wenn ich jemals wieder den Plan verfolgen sollte, menschlicher zu werden... Ja? Dann haust du mir ein Kantholz über meinen dämlichen Schädel, okay? In Ordnung. Ich werde daran denken. Das hoffe ich. Deine Willensstärke ist unermesslich, das ist wahr. Du bist ja auch eine Maschine. Es klingt alles so einfach, wenn du das so sagst. Ist es aber nicht. Das kann ich dir versichern. Nicht schlecht. Danke. So, und jetzt gehen wir dann mal zur Grotte. Und machen da weiter. Und holen uns da. Ach nee, machen da nicht weiter. Mittlerweile könntest du gegen die Larkai kämpfen. Wollen wir aber nicht. Genau, ich würde... Na, jetzt ruckelt es wieder. Ich muss sagen, heute läuft es besser, ne? Ich habe ja immer wieder geruckelt, habe ich kurz gemerkt, aber... Heute läuft es immer wieder besser. Ich weiß nicht, was im Spiel mal los ist. Ich habe da auch keinen Einfluss drauf, weil ich mache auch nichts. Also ich habe das tatsächlich im PC schon mal frisch neu gestartet. Ich dachte, dass das Spiel jetzt besser findet. Mache ich manchmal auch. Immer frisch neu starten, bevor man aufnimmt. Aber manchmal ruckelt es trotzdem. Und ich habe eine RTX 30 Ti, also das kann nicht an der Leistung des Rechners liegen. Hier ruckelt es. Ich weiß nicht, ob es an Gegnern liegt. Ich keine Ahnung. Vielleicht müssen die auch immer neue Engine nutzen. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Umgehend. Was soll's sein? Ja, ich kann endlich ja. Ab für die man wohl 85, Alter, da bin ich so. Das ist schon hart. Ich kann meine Ausdauer erhöhen. Warum habe ich das nie getan? Mich interessiert das nicht. Das habe ich auch schon einmal gehört. Das habe ich auch schon. Mich interessiert das nicht, denn das habe ich auch schon mal gehört. Ja, das ist richtig. Was ist das für ein Lehrer? Lehrer für Schwester und Bergbau. Das riecht nach Ärger. Lehrer für Büchsenmacher. Lehrer für Nahkampf. Nice, Talk. Das kümmert doch keine Sau. Gut, dann wieder zurück.
Lehrer für genau. Ach, und es ist mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Wollte ich nur mal sagen. Jax. Imbro Erik. Hamorats Jax. Das ist doch scheiße. Wo bin ich? Ich hatte wieder einen dieser Aussetzer. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Jupp. Okay, nochmal zurück. Infektion. Ach, du bist ein bisschen komisch in letzter Zeit. Ah. Fühlst du dich nicht gut? Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Bring mir etwas bei. Ich werde es versuchen. Können wir einmal daran investieren? Einmal kann ich hier ran investieren. Ah, genau, mein Bestien. Nice. Oh ja, meine Ausdauer nochmal ordentlich erhöht. Ah, wie gut. Sehr schön. Nice. Okay, Leute, dann machen wir kurz hier auf Tag, weil ich finde es Tag so schöner. Als Nacht. Ich meine, nachts hat was, aber ja, nachts mit Kämpfen ist halt echt schwieriger. Oder ich mir das noch aussuchen kann. Was ist denn hier drin? Komm mitgenommen. Danke. Ja. So. Hi. Wo ist eigentlich Bulli? Langsam mache ich mir Gedanken um ihn. Aber da. Ganz weg ist. Ja, Vater? Ich hoffe, ich kann irgendwann wieder gut machen, was ich bei dir versäumt habe. Du bist mein Vater. Und ein toller Kerl. Ich bin sehr stolz auf dich. Andererseits hoffe ich, dass du auch mal da bist, wenn ich dich brauche. Ich werde mich bemühen. Versprochen, mein Sohn. Sehr gut. Vielleicht reicht das ja schon. Naja, es ist ja auch ein Kampf, ne, den wir ja gar nicht wollten. Gut, dann machen wir Elias neue Blau. Das Einzige, was ich nochmal machen könnte, bevor wir jetzt hier anfangen, die Hauptquest zu machen. Da muss ja jetzt. Ich vergesse es immer. Ich vergesse immer, dass wir hier noch jemanden haben. Weil es so komisch ist, melde ich in der Bastion, sie gehen aber zu den Alps. Also sie ist ja ein Alp, aber ist schon richtig, ist schon logisch, dass sie das noch so macht, aber ich vergesse deswegen immer, dass wir die überhaupt haben. Das ist das Problem. Oh, die hier? Nee, wo haben die? Ich glaube, es ist eine gute Idee, jetzt hier sehr viel Alps zu arbeiten, ist auch eine Frage, ne? Hör mal, ich hätte da ein weiteres Anliegen an dich.
Ich möchte einige strategische Pläne der Berserker erforschen. Mhm. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Weißt du denn schon, wo du solche Pläne finden könntest? Eine Gruppe Berserker, die solche Pläne haben könnte, ist gerade im Umland des Forts von Tavar unterwegs. Wir sollten uns das mal genauer ansehen. Gut, gehen wir und suchen deine Berserker. Dann los, bevor sie weg sind. Ich verstehe immer noch nicht, warum mein Volk so eine Angst vor den Berserkern entwickelt hat. Alles, was fremd ist, wird oft als Bedrohung empfunden. Die Berserker stehen für die Menschen und die Natur ein und versuchen, beides zu erhalten. Ihre Methoden sind oftmals sehr esoterisch. Etwas, das überwiegend wissenschaftlich denkende Alps nur schwer nachvollziehen kann. Wie sollen die Gilden ihre Streitigkeiten je aus dem Weg räumen, wenn sie sich die meiste Zeit mit ihrem Kleinscheiß beschäftigen? Ach ja, viel interessanter dabei ist, warum es mich überhaupt so sehr beschäftigt. Dann finden wir heraus, ob diese Berserker da drüben ebenfalls so denken. Müsste jetzt hier schneller gehen. So, er bleibt tot. Easy. Dass die Menschheit überhaupt noch existiert, grenzt an ein Wunder, wenn ich mir ihre Wurzeln hier so betrachte. Was gibt's da zu glotzen? Ich soll hier niemanden rumstreuen lassen. Also verschwinde und mach hier keinen Ärger, klar? Mach dir auch keinen Ärger. Ich will nur kurz mein Fleisch braten. Oh, mein Kopf. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Was gibt's da zu glotzen? Ich soll hier... Du willst die Berserker beklauen. Wie sollten sie schon darauf reagieren? Sie müssen nicht reagieren, wenn sie uns nicht erwischen. Und wenn doch, dann räumen wir sie eben aus dem Weg. Das ist es, was Nyra haben will. Besser, ich verschwinde jetzt. Aua! Ja. Hier bringe ich mal ihren Bein. Ey! Scheiße. Alte Erzfeinde, okay. Aua. Hey. Drei. Hopp, miete ich. Ja gut, wir könnten jetzt sagen, wir nehmen letztens auch noch vor. Ach, warum nicht? Wenn wir schon alle besiegt haben. Aufmerksam mal Krieger, ha? Also so aufmerksam bist du nicht, wenn deine ganzen Kumpel sterben und du immer noch hier sitzt. Sehr schön. Nicht so ein Fall, den ein emotionaler Mensch bedauerlich nennen würde? Seltsame Bezeichnung für so ein Massaker. Hier sind die strategischen Pläne der Berserker. Meine Analyse geht gut voran.
Ich denke, wir beenden unsere Zusammenarbeit nun. Jetzt schon? Wir fingen doch gerade erst an, uns zu verstehen. Du weißt, was ich will. Ich will das Volk der Alps beschützen. Und du weißt, was ich will. Dass du hier an meiner Seite kämpfst. Das kann ja ewig dauern. Ich habe bei weitem Besseres zu tun. Moment mal. Du bist mir noch etwas schuldig. Du wirst gefälligst bleiben, bis wir durch sind mit der Sache hier. Ich warne dich. Nein, du bist jetzt Teil der sechsten Macht und es wird Zeit, dass du das endlich akzeptierst. Wie jeder andere auch. Das war nicht die Vereinbarung. Ich habe dir jetzt oft genug geholfen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du etwas zurückgibst. Du kannst immer noch zurück zu den Alps ins Depot, wenn du deine Pflichten erledigt hast. Und wie soll das aussehen? Fangen wir damit an, die Bastion sauber zu halten. Du teilst mich zur Reinigung der Wohnräume ein? Zur ersten Abkühlung würde ich vorschlagen, gehst du auf die Jagd und sorgst dafür, dass sich die Tiere in der Umgebung nicht mehr vermehren. Ja, aber... Es sei denn, du hast eine bessere Idee. Nein. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehst du gleich los und machst, worum ich dich gebeten habe. Ich werde es tun. Ich werde in Kürze vorbeischauen und deine Arbeit kontrollieren. Jawohl. Nice. Scheiße. Ich weiß nicht. Wow, hat jemand mit ihm eingefroren und ihn schlecht. Umblieb seine Aufgaben. Wir versuchen Nira in unseren Alltag zu integrieren. Die Säuber des Umlandes der Bastion von Umgebiet den Gästen wäre schon mal ein Anfang. Aufmerksame Blutkralle. Okay. Zum. Was ist denn hier los? Wenn du mir bei der Säuberung helfen würdest, ginge es entschieden schneller. Ich denke darüber nach. Ganz wie du willst. Sie hat aber recht, es geht schneller. Irgendwie schneller als sie. Wow, ja, gleich selber losziehen können. Du bist eine echte Hilfe. Der Bastion ist jetzt sauber, oder? Dann hätte ich den nächsten Auftrag für dich. Was denn? Den Hausputz für deine Lakaien? Wie ich sehe, bist du immer noch nicht abgekühlt. Das Feuer lodert noch immer in dir.
Es wäre besser für uns alle, wenn du erst einmal für eine Weile den Wachdienst innerhalb der Bastion verrichtest. Aber... Ich will, dass du dich endlich anpasst und begreifst, worum es hier geht. Na gut, ich werde es tun. Dann will ich aber eine präzise Anweisung, wie dieser Wachdienst aussehen soll. Um die Menschen der sechsten Macht zu schützen, solltest du alle Bereiche, die von ihnen bewohnt werden, beobachten. Die Menschen sind flexibel und selten fest an einer Position. Das macht es schwierig, sie alle fortwährend im Blick zu haben. Dann sieh es als Herausforderung. Das ist doch... Aber gut, wie du befiehlst. Und wie lange? Bis du wieder einen klaren Gedanken fassen kannst und dein Gemüt abgekühlt ist. Du wirst mich nicht einfach vergessen und in der Bastion versauern lassen. Nein, habe ich nicht vor. Gut,